Yo, hier der Big M Braveheart, aka Massiv, aka Latif, bei meinen Freunden von Dislike. Pam! Young Fuck fragt mich, wenn er sich schon Massiv nennen muss, muss er sicherlich was kompensieren. Denke, es ist ein kleiner Penis. Nein. Ich will jetzt dir nicht zu viel verraten, aber es ist wirklich kein kleiner Penis. Das zynische Brot fragt mich, wenn er nicht von Allah sprechen würde, würde ich ihn für einen Latino halten. No comment, Alter. Was ist denn das, Alter? Was habt ihr für Fragen ausgesucht? Eine richtige Fitnerpartei hier. Darauf kann ich auch leider nicht eingehen. Das ist echt eklig und mehr als über die Güte. Dann beleidige mich lieber, anstatt so eine Frage zu stellen. Also, ist echt blöd, ey. Er würde mich für einen Latino halten, wenn ich nicht über Allah sprechen würde. Ist er echt eklig. Allahu Akbar, Astaghfirullah. Töber, Töberlen, wie man in Türkisch sagt. Manchmal guckt sich Massiv stundenlang süße Kätzchen-Videos auf YouTube an und bömelt sich. Ich weiß jetzt nicht, was bömelt heißt, aber ich kann mir das so ein bisschen vorstellen, in welche Richtung das geht. Stimmt, ich gucke mir Katzenvideos an, beziehungsweise von Löwen. Und das sind Raubtiere und die finde ich einfach richtig krass. Tut mir leid, dass du keinen Bezug zu Tieren hast, mein Freund. Massiv ist so modisch, er lässt keine Tattoos mehr stechen, sondern alle wieder wegmachen. Seiner Zeit voraus, Hashtag. Ja, ich lasse mir alle Tattoos wegmachen. Wenn der Mond in mein Ghetto kracht, ist bald weg. Und die anderen Dinge sind auch schon am Machen und am Worken und der hintere Bereich meines Rückens und der vordere Bereich ist auch gerade am Wegmachen. Und ja, wenn man es wegmachen kann, sollte man es wegmachen, wenn man es nicht mehr cool findet. Lil Susiefert. Vom Rapper zum Schauspieler ist genauso ein weiter Sprung wie vom YouTube-Rapper zum Hurensohn. Okay, also das ist richtig krass. Also, ich habe damals angefangen zu rappen. 2 Wochen später habe ich einen Welthit gemacht. Nur für den deutschsprachigen Raum und dann habe ich bei Sony gesessen und sehr viel Geld bekommen. Und es macht Spaß, sehr viel Geld zu bekommen für etwas, was man den Leuten draußen gibt. Carsten Ramelow. Wer stimmt mit Kamelen deine Party jetzt? Fragezeichen. Erstens, was ist mit seinem Satzbau los? Zweitens, deine Mutter, du Schwanz. Was soll ich darauf jetzt antworten? Ich stürme mit Kamelen deine Party jetzt, mein Freund. Im Versace-Dress natürlich. Und was ist mit meinen Satzbauten los? Die sind schon immer komisch gewesen. Ich bin Massiv. Ich bin dafür bekannt, für Integration meinen Beitrag zu leisten. Und meine Art von Humor an den Mann zu bringen mit ganz, ganz komischer deutscher Sprache. Also Bruder, ich bin aus der Pfalz. Gib mir noch 10 Jahre Zeit und dann sehen wir uns in Hollywood, dann gebe ich ein Interview für TAF und dann siehst du nochmal mein richtig geradliniges Deutsch. Und dieser letzte Satz beziehe ich auf dich. Sag das nicht zu mir, mein Freund. Meerjungfrauen 2 stellt mir die Frage. Wer zum Teufel nimmt bitte Massiv ernst? Fragezeichen. Real Talk oder Typ hat so oft Image gewechselt. Also wenn du denkst, dass ich oft Image gewechselt habe, dann denkst du nicht dran, dass man verschiedene Phasen in seinem Leben durchmacht. Und ich bin Künstler und so wie ich mich fühle, so gebe ich mich auch und so hört sich auch meine Musik an, wie die momentane Zeit ist. Also ich kann nicht 12 Jahre nur über eine Black Gun Barretta rappen. Tut mir leid, mein Freund. Spider-Man. Och Mann, die Steroidwampe. Nee, also ich bin komplett durchtrainiert, mein Freund. Also ich muss natürlich 5 Kilogramm runter. Mit Zec Plus Fatburner gelingt mir das momentan. Also ich bin auf einem guten Weg. Und Steroidwampe bekommt man wirklich nur, wenn man Wachstum nimmt. Und davon Finger weg, meine Freunde. Chronik fragt mich. Er soll mal Armdrücken gegen Kollegen machen. Ich glaube, der Boss würde knapp gewinnen. Also hiermit fordere ich den Freund, Kollege raus, Armdrücken gegen mich zu machen und ich verspreche dir, er wird es nicht leicht haben. Weil in diesen Armen steckt echte Power drin. Fabio Scheiter. Massiv, seine Stimme ist atemberaubend wie Asthma. Ist das jetzt positiv oder negativ? Also, das benutze ich auf jeden Fall für meine nächsten Texte, wenn die nicht schon auf JPG gelandet sind. Geil. Danke, Fabio. Yo, das war Dislike mit dem Big M Braveheart. Das war geil, es war einfach Hammer, es war einfach krass, es war einfach atemberaubend wie Asthma. Hier klicken für mehr Videos und hier klicken, um zu abonnieren, mein Freund. 11.8. BGBX. Kauf dir das Album, tu dir es vorbestellen, tu was Gutes. Bah!